Willkommen zurück, Leute. Hier sind wir wieder bei Zenith. Diesmal mit Folge 2. Genau. Unser Golem prügelt immer weiter auf den Elfen nämlich ein. Ja, und wir sollen jetzt den Weg zum Lager freimachen. Genau. Und das tun wir dann gerade mal. So ein bisschen leid tut er mir ja. Hoffentlich fällt ihr der Befehl zum Abschalten wieder ein. Ja. Ich meine, er hat sich ja jetzt schon ergeben. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier über die Brücke. Ah ja, genau, das war richtig. Über die Brücke, genau. Und dann... Oh, ein Hoppel, ne? Das hatten wir schon. Achtung, die vor Ihnen liegende Eisschlucht ist nicht Teil der total genialen Abenteuertour. Ah ja, okay, gut, dass wir das wissen. Sie ist voller gefährlicher wilder Biester, die sich an ihren Eingeweiden genüsslich tun werden. Es handelt sich dabei nicht um unsere angestellten Kostüme. Gehen Sie nicht weiter! So was wäre nett, dass wir so gewarnt werden. Ne? Ja, da ist der Nächste. Dann, wenn Sie weitergehen, verzichten Sie bewusst auf Ihren Vertrag von total genialer Abenteuertouren festgelegten Bestimmungen zu Ihrer Sicherheit, Unversehrtheit und Ihrem Schutz. Weißt du was, wir sind... Ja, wir gehen trotzdem weiter. Wir lieben ich meine, die das Gefahr. Ist ja... Ja, wir gehen trotzdem... Oh, was haben wir da? Müssen wir gleich mal gucken. Und die Kiste. Oh, bist du stark? Schmeiß sie weg. Ha! Wir machen sie einfach kaputt. Ein Heiltrank. Ein in der Luft schwebender Heiltrank. Den nehmen wir auch mit. Moment. Schauen wir eben in unser Inventar. Was hat er denn da bekommen? Was ist das? Stoßwellenschriftrolle. Alles klar, was ist das? Colors. Ah, den können wir da ausrüsten. Cool. Was auch immer der tut. Sieht ein bisschen aus wie ein Keuschheitsbild. Ja, könnte man so sagen. Nicht ganz, weil das, ja, das Loch in der Mitte nicht da. Das passt nicht so ganz zu einem Keuschheitsgürtel. Aber egal, wir gehen weiter. Oh. Oh, oh, die Tenor singt nicht mehr. Ja. Alles gut. Aber sie singen gar nicht mehr, sie krächzen nur noch. Nee. Kannst du sie looten? Ja, und... Ah, die haben auch Gold dabei. Die waren alle beim selben Ausstatter, die haben alle 10 Gold dabei. Ich frag mich, wo die ihr Portemonnaie hingesteckt haben. Ja. Noch eine. Mann, oh Mann, was ist denn hier los? Meine... Boah. Aber du siehst, man kann mit Spinnen töten auch reich werden. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Oh, jetzt geht's aber los hier. Wir kriegen alle einen auf die Mütze. So, jetzt weißt du, warum das Schild da gestanden hat. Ja, es sind keine Angestellten in Kostümen, ne? Nee. Da war leider nix drin. Da können wir nichts kaputt hauen. Ja, wir gehen weiter. Durch diese gefährliche Eisschlucht. Oh je. Wir kämpfen uns den Weg frei. Oh, es werden immer mehr. Verdammt. Wie lang ist denn diese Schlucht wohl noch? Oh ja, keine Ahnung. Es ist die Endlosschlucht. Die, oh, und da kommt noch mehr. Also eine Arachnophobie darfst du hier nicht haben. Nee. Die sind so groß, die sind größer als du selbst. Allerdings. So, wo ist denn jetzt mal unser Lager hier? Okay. Hey, Argus! Wir sind hier. Ich sehe, dass ihr es endlich geschafft habt. Was soll dieses Fass? Elf in der Dose. Ihr hättet zumindest erst den Essig rausnehmen sollen. Und wie soll dieses Ding mit einem Fass nach oben ins Lager zurückklettern? Oh, keine Sorge. Ich habe einen fortschrittlichen Problemfindungssequenzer eingebaut. Am Nachdenken. Störungsbehebung
hat eine Lösung für das Problem gefunden. Pass auf, jetzt gibt er dir das Fass, wa? Hey, was? Uah! Optimales Vorgehen ausgeführt. Tada! Brecker, ich respektiere wirklich deine Brillanz im Bereich der Maschinerie. Aber vielleicht solltest du ein bisschen weniger extrem sein. Naja, wir haben das Problem gelöst, oder? Wir sollten uns besser beeilen und nachsehen, wo dieser Idiot gelandet ist. Also so ein bisschen tut er mir ja leid, auch wenn er uns vorher die Augen ausquetschen und irgendwas Ekliges mit unserer Zunge tun wollte. Naja, aber er hat ja eingesehen, dass das nicht viel bringt. Von daher, okay, was ist das? Halt! Im Namen des temperischen Imperiums! Wer geht da? Ganz ruhig, wir gehören zum Imperium! Zum Infineon! Um genau zu sein! Schönen Gruß an die Entwickler! Oh, ihr müsst die Magier sein, die die Botschaft gesandt haben! Wir sind ein bisschen angespannt, weil hier eben ein Elf in ein Fass vom Himmel gefallen ist! Ja, wir sind's. Gut, sprecht mit der Generälin. Sie sitzt am Feuer, aber seid vorsichtig, sie ist nicht in bester Stimmung. Eine Generälin? Also übernimmt das Militär tatsächlich das Kommando? Wir sind Magier, keine Soldaten, was ist hier los? Ich weiß nicht. Lasst uns mit ihr sprechen. Seid ihr die Generälin? Wonach sehe ich eurer Meinung nach aus? Naja, ich dachte erst, ihr wärt eine Gewürzgurke. Passt auf! Dieser verdammte fliegende Elf! Temperus sei Dank, ich habe meine Rüstung getragen. Ich kann es gar nicht erwarten, dass dieser Bastard aufwacht. Dann werde ich ein paar Antworten aus ihm herausprügeln. Wir sind auf jeden Fall Magier, die die Botschaft gewandt. Diese Grabung ist Sache des Infineons. Das Militär hat hier nichts verloren. Mir ist euer wahnsinniger Hokuspokus scheißegal. Ich bin nur hier, um die Wips zu beschützen. Die Wips? Keine Zeit für Geplauder. Sie gehen gleich von Bord. Kommt mit mir. Was für ein Aufgebot! Wer zur Hölle kommt denn da, Mordi? Ich denke, wir werden es gleich herausfinden. Und bitte unterlass es dieses Mordi-Gehabe. Die Lage ist zu ernst für solch Quatsch. Achtung! Okay. Dann wollen wir doch mal sehen. Fantasy trifft Science Fiction. Ja. Ihr könnt's nicht sehen, aber wir stehen jetzt auch schon. Ja. Oh, hat sie sich nass gemacht? Sieh an! Hallo zusammen! Prächtiges Lager habt ihr euch hier errichtet. Hervorragend! Kaiser Soulspear! Eure Herrlichkeit! Das ist... Nun ja, ich habe mich damit... Ihr habt keinen Besuch vom gesamten Triumphirat erwartet? Was? Nun, das passiert schon mal, wenn jemand der Entdeckung eines göttlichen Erbes berichtet, Professor. Wie ich Mordecai kenne, hat er sicherlich allen Grund, seinen Bericht abzugeben. Natürlich, die Serie, natürlich. Nun wollen wir aber hören, was er zu sagen hat. Und bitte nur das Wichtigste. Erspart euch die Vollversion für später. Entspannt euch.
Kronhüter. Wir haben den Eingang zum Tempel ausfindig gemacht, aber es ist magisch versiegelt. Wir haben vor kurzem ein Buch gefunden, das uns bei der Öffnung des Siegels helfen wird. Ihr Magier solltet heilige Stätten nicht mit eurer Pfuscherei besudeln. Eure frevelhaften Hände sind ein Schandfleck auf dem göttlichen Erbe von unserem Herrn Temperus. Unsere frevelhaften Hände bringen solch göttlichen Erbstücke aus der Vergessenheit zurück. Ganz im Gegensatz zu diesen religiösen Fanatikern, die sie aus Angst und Ignoranz versteckt. Höchster Sprecher. Vielleicht sollten gewisse Dinge besser verborgen bleiben. Kriterion. Am besten, wir fangen mit diesem Thema gar nicht erst an. Du wolltest unbedingt mitkommen, Vincis. Wenn du hier herumzicken willst, bleib nächstes Mal im Palast. Wir schreiben heute Geschichte und sollten uns alle darüber freuen. Wenn ich unterbrechen dürfte, wir sind in der Umgebung auf 11 Patrouillen gestoßen. Sicherlich haben sie auch den Anflug des Akuren beobachtet und bereits Meldung gemacht. Wir sollten uns beeilen, bevor ein ganzes Bataillon hier auftaucht und es wirklich unschön wird. Danke, Gentlemen! Bitte ausgefallen, maßgeschneiderte Uniform. Leider kenne ich euren Namen nicht. Das ist Argus Sindel, unser Arkanologe und derjenige, der unseren Kontakt den Bericht gibt. Sindel? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Für das möchte ich wetten. Und das ist Brekka Stormhand, unsere Mechanomagierin. Sie ist für den Helfergolem zuständig. Freut mich, euch alle kennenzulernen. Aber Vertex Windel hat recht mit den Elfen. Wir sollten keine Zeit verlieren. Generell Schwarzwind. Liebe Zeit, was ist euch denn zugestoßen? Ich möchte nicht darüber sprechen, eure Herrlichkeit. Ach, hey, je. Sind wir aber wieder launisch heute. Ist nicht gut, so sauer zu sein, wisst ihr? Naja, ihr solltet auf jeden Fall den Umkreis absichern, während wir uns die Ausgrabung ansehen. Ja, eure Herrlichkeit. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, da oben steht, betrete die Ruinen. Okay, betrete die Ruinen, dann betreten wir mal. Was drin? Was haben wir da? Oh mein Gott! Eine... Moment! Das sieht aus wie eine Papst. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie eine Miete. Ah nee, aber guck, das ist bestimmt für die Hand. Oder? Ja, ich war... Oh Gott sei Dank. Ja. Ich habe schon gedacht, jetzt müssen wir uns komplett lächerlich machen. Nee. Okay, können wir da rein? Nee, da geht's nicht rein. Kann man auch nicht hüpfen? Nein. Nee, da ging's nicht rein. Also müssen wir woanders den Eingang finden. Guck mal, der Elf tropft in seinem Käfig. Aber wir können hier speichern. Ja, wunderbar. Okay. So. Der Elf tropft in seinem Käfig vor sich hin. Hat er verdient. Hat er verdient, naja. Da kommen wir auch nicht vorbei, oder müssen wir mit dem Quatsch? Der Landezonenzugang ist beschränkt. Na gut. Ja. Wer bist du? Hi, Alter! August! Ihr habt da draußen eine hervorragende Arbeit geleistet. Seid ihr schon in die Ruinen vorgedrungen? Noch nicht. Ich denke, wir werden kürzer reingehen. Dafür seid ihr hoffentlich gut ausgerüstet. Denkt dran, das meiste Zauberzeug viele defensive und offensive Runen enthält. Ihr solltet überprüfen, ob sie eure natürliche Affinität zu ihnen verstärken oder eure Resistenz.
Je mehr Affinität man mit einem Element hat, desto mehr Schaden kann man dann verursachen. Und je resistenter man gegenüber einem Element ist, desto weniger Schaden wird man bei Attacken mit diesem Element davontragen. Dalle? Ja? Willst du mir etwas sagen, wie ich mich anziehen soll? Ich hab nur versucht zu helfen. Oh, vielen Dank, dass du annimmst, dass ich ein ignoranter Rüpel bin. Vielleicht kannst du dem Kaiser jetzt zeigen, wie man eine beschissene Krone trägt. Ich bin sicher, er wird deine Hilfe schätzen. Ich lass dich mal arbeiten. Da war aber ein bisschen angepisst, was? Was ist da drin? Der Elf! Ach, der Elf ist das. Okay. Der tropft so gut. Den habe ich gar nicht gesehen. Tut mir leid, Magier. Keine Zeit für Geplauder. Wir sehen aus, als würden wir nur dastehen. Das tue ich auch. Und? Na schön, ich will einfach nicht mit euch sprechen. Das habe ich mir schon gedacht. Hey, ich bin einfach nicht gesprächig. Was soll ich sagen? Ihr solltet den Leuten keine Gespräche aufzwingen. Und dann sollten wir wohl besser kein Gespräch führen. Genau. Hab mich gefreut, nicht mit euch gesprochen zu haben. Oh Mann, das war jetzt ein Gespräch mit unter Sozialpädagogen. Oh ja, aber wo ist denn jetzt die Ruine, bitteschön? Wo kommen wir denn jetzt rein? Betrete die Ruine. Da vielleicht steht Brecker. Brecker. Die kleine Wildkatze. Yeah. Der Tempel könnte gefährlich sein, Aris. Du solltest dir ein wenig Ausrüstung holen. Nur für den Fall. Das ist jetzt schon die zweite, die von außen. Ich hab schon alles dabei. Ja, Klugscheißer. Ja, aber sie haben einen Trankbrauer dabei. Er ist der bemitleidenswerte, miesen Haufen am Feuer. Vielleicht hat er ja Ausrüstung, die du nutzen kannst. Trankbrauer? Hat wohl überhaupt keine Ambition. Ich weiß, aber vielleicht solltest du dir ein paar Heil- oder Mana-Tränke besorgen. Sie wirken zu gut. Okay, stimmt schon. Bin gleich zurück. Ja, verdammt. Achill! Seid ihr der Trankbrauer? Das bin ich. Nun, dir geht's wohl nicht gut, was? Diesem kalten Wetter kann ich es vergessen, diese Erkältung loszuwerden. Was? Kannst du noch nicht mal deine eigene Erkältung heilen? Ihr seid doch nur für rote und blaue Elixiere zu gebrauchen. Ich kann zumindest anständig von ihnen leben. Außerdem haben wir auch andere Tränke, die einem einen kurzen Schub geben. Die trinkt doch niemand. Die heben sich immer alle für besondere Gelegenheiten auf, die niemals kommen. Und am Ende landen die schönen Fläschchen im Sarg. Ist mir egal. Ich mach's eh nur wegen dem Geld. Also, kauf was oder lass mich in Ruhe. Na gut. Lass mich einen Blick auf deine Tränke werfen. Okay, was hat denn der gute Mann hier? Heiltränke. Wir haben 230. 10 rote, 10 blaue und dann was? Ja, was kostet denn? Oder hier diese Rüstung, die kann man auch kaufen. Weil dieses Brustdingen da, das haben wir noch nicht. Nee, das ist richtig. Aber wir sollten nicht das teure kaufen. Also, wir kaufen mal einen Heiltrank, einen Mana-Trank. Kaufpreis 2 hier. Ja, super. Scheiße. Naja, egal. Wer braucht schon Rüstung? Jetzt weiß ich, warum ich die Finanzen bei uns mache. Okay. Dann würde ich jetzt ganz einfach mal sagen, bevor wir mit Brecker in den Tempel gehen, machen wir einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Bitte! Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns ein paar Kommentare schreibt, wie ihr
unsere Let's Plays findet, wie ihr ein paar Tipps vielleicht, wie wir es besser machen können, was ihr schon gut findet. Da wären wir euch total dankbar für. Also dann, zur nächsten Folge. Ich werde meine bezaubernde Begleiterin jetzt mal unterbrechen, bevor sie jetzt noch 2 Stunden weiterredet. Also, deine Freiheit ist das. Ich wollte nur dafür sagen. Bis dann. Tschüss.